freue mich, Herrn Häfliger das Wort übergeben zu können, der Ihnen jetzt näher bringen wird, was es für Methoden gibt, um den Anbieterinnen und Anbietern nicht in die Unterwäsche zu schauen, aber vielleicht ein bisschen hinter die Kulissen, um herauszufinden, wie man zu den Informationen kommt, die wir für unsere Ausschreibungen brauchen. Besten Dank. Meinem Referat geht es darum, wie lerne ich meine Anbieter kennen. Und zum Einstieg habe ich hier einen Zeitungsartikel aus dem Bund vom letzten Mai aufgeführt. Und es geht darum, für die Geschichte, für diejenigen, die sie nicht kennen, es war im Wallis, zwei Gemeinden wollten ein Kraftwerk bauen und wollten eine Ausschreibung oder mussten eine Ausschreibung machen. Sie haben dann die BKW engagiert, die das Pflichtenheft erstellt hat. Speziell war, dass die BKW selber dann auch ein Angebot einreichen durfte, und vielleicht noch etwas spezieller, die Idee war auch, dass die BKW dann alle Angebote evaluiert und bewertet. Nun, Sie lachen, es ist vielleicht nicht etwas ungewöhnlich. Ich glaube aber nicht, dass da irgendwo schlechter Wille dahinter stand, sondern vermutlich war die Idee einfach, ja, wer, wenn nicht beispielsweise die BKW, weiß dann, wie man eine gute Ausschreibung macht, worauf es ankommt, wie ich gute Kriterien definiere und worauf ich bei der Angebotsbewertung achten muss. Und ich denke, das war der Grund, dass man der BKW diesen Auftrag gab. Aus Gründen der Gleichbehandlung ist es dann vielleicht etwas schwierig. Aber heute möchte ich eigentlich darauf hinaus, dass ich es wichtig finde, dass die ausschreibenden Stellen eben selber den Markt kennen, selber die Anbieter kennen, und ich überzeugt bin, dass wenn man mehr weiß über seine potenziellen Anbieter, dass das auch zu besseren Ausschreibungen führt. Also heute eigentlich mein Referat soll ein kleiner Werbespot sein, der Sie ermutigen soll, auch wirklich sich Informationen zu beschaffen. Und ich glaube auch, ich habe eher den Eindruck, dass im Moment die Tendenz gegenteilig läuft. Das ist einerseits durch Rekurse getrieben, andererseits durch Berichte, Skandale in den Medien, wo man sich eher zurückzieht aus der ausschreibenden Seite, in der Verwaltung auch, den Kontakt möglichst meidet. Und ich möchte hier vielleicht ein wenig Gegensteuer geben. Und wir haben heute auch beim Referat von Herrn Gigi heute Morgen gehört, er hat auch diese Marktanalyse, hat er erwähnt, und ich denke auch, dass das in Zukunft auch vermehrt, wir werden es am nächsten Referat auch hören, im Entwurf vom neuen BÖB ist das auch explizit vorgesehen, und ich möchte hier vielleicht schon ein bisschen vorspuren in diese Richtung. Ich möchte einerseits aufzeigen, welche Mittel gibt es zur Informationsbeschaffung, aber dann vor allem auch, warum finde ich es so wichtig, dass man diese Informationen erhebt, und dazu möchte ich mit einzelnen Beispielen zeigen, wo ist es eben wichtig, dass man mehr weiß über seine Anbieter oder über was man beschaffen will, weil das zu einer besseren Ausschreibung führt. Es geht auch in das, was wir von Herrn Bühler gesagt haben, dieses Design, ich muss mir vieles im Voraus überlegen, und je mehr ich weiß, desto besser kann ich das machen. Ich weiß nicht, wie Sie sich Informationen beschaffen über Ihren Markt, über Ihre Anbieter. Ich habe hier einige Punkte aufgeführt. Ich möchte die nicht alle ausführen. Ich denke, einige sind auch selbstverständlich oder selbsterklärend. Ich weiß nicht, eine kurze Frage. Wer von Ihnen konsultiert Marktstudien von Forrester oder Gartner oder ähnliche? Okay, wenige. Wer hat schon einen RFI gemacht? Etwas mehr. Dazu hören wir mehr im nächsten Referat, worauf ich sehr gespannt bin. Vielleicht zwei Punkte noch, die ich herausgreifen möchte. Die direkten Kontakte zu Anbietern. Das ist sicher eher heikel, weil man hat einen herauspickt und vielleicht mit dem einen Kontakt hat. Da kann schon der Vorwurf dann entstehen, dass der jetzt vorbefasst ist oder Sie befangen seien. Ich glaube aber, da gibt es schon auch Methoden, wie man das umgehen kann. Beispielsweise können Sie vielleicht über einen Fach- oder Interessensverband eine solche Ansprache machen, wo Sie dann wieder eine größere Menge ansprechen und somit eben doch die Gleichbehandlung sicherstellen.
Auch hilft es vielleicht, wenn Sie halt nicht gerade erst, wenn Sie eine Woche später dann publizieren wollen oder einen Monat später diese Kontakte herstellen, sondern laufend in diesem Kontakt sind und auch Ihre Kontakte nicht jetzt auf eine einzelne Ausschreibung spezifisch ausgerichtet sind, sondern einfach allgemein, weil Sie up-to-date bleiben wollen. Externe Beratung, arbeite auch für eine Beratung, auch hier gibt es Möglichkeiten, dass diese einerseits Know-how haben in bestimmten Bereichen, andererseits können diese auch wie eine doppelte Firewall herstellen. Wenn Sie konkrete Fragen stellen wollen, können Berater diese anonymisiert Anbietern zustellen und dann Ihnen auch Ergebnisse wieder anonymisiert zustellen, sodass auf beiden Seiten eigentlich das unproblematisch sein sollte. Als zweites, und hier möchte ich den Fokus heute darauf setzen, welche Informationen sind zweckmäßigerweise zu erheben. Ich habe 5 Themengebiete hier herausgepickt. Es gibt sicher noch weitere. Vielleicht können wir auch am Anschluss in der Diskussionsrunde, können Sie noch Beispiele bringen, was Sie speziell jeweils interessiert. Ich habe hier die Preise der Anbieter von Produkten, die ich überzeugt bin, dass das wichtig ist, dass man das weiß. Geschäftsmodelle, wie sind Ihre Anbieter unterwegs, womit verdienen Sie Geld? Übersicht, dass Sie wissen, wer wird eigentlich anbieten, wenn Sie ausschreiben. Und Funktionsumfang von Produkten, wenn Sie ein Produkt beschaffen, glaube ich, ist es notwendig, dass Sie ungefähr wissen, was die potenziellen Produkte können. Und zuletzt noch die Unterscheidungsmerkmale. Ich gehe jetzt auf diese einzelnen Bereiche ein und möchte aufzeigen, wo dann diese Informationen wichtig sind in der Ausschreibung. Ich glaube, die Preise ist vielleicht der erste Punkt, Verfahrenswahl, relativ offensichtlich. Sie müssen wissen, was es ungefähr kostet. Das entscheidet auch, ob Sie überhaupt eine Ausschreibung machen müssen oder ob Sie ein Einladungsverfahren machen können. Das Zweite aber auch, sieht man oft, es wird vielleicht eine Ausschreibung gemacht, man erhält Angebote und merkt, ui, ist ja viel teurer, als wir gedacht haben. Wir müssen jetzt noch vor das Parlament und einen Kredit abholen vom Parlament. Führt zu Verzögerungen, vielleicht sind die Offerten nachher nicht mehr gültig. Wenn Sie das frühzeitig schon antizipiert haben und sich informiert haben über Preise, können Sie das frühzeitig und rechtzeitig auch angehen oder zumindest in der Ausschreibung berücksichtigen. Zum Preisblatt. Ich glaube, da ist es wichtig, dass man auch weiß, wie verrechnen Ihre Anbieter Ihre Leistungen. Sind es, wie funktionieren beispielsweise Lizenzmodelle? Wenn Sie da nicht Rücksicht nehmen in Ihrem Preisblatt und die Informationen zweckmäßig abholen, riskieren Sie, dass Sie Angebote erhalten, die Sie kaum vergleichen können. Und gerade wenn wir dann bei kantonalen Ausschreibungen sind, wo wir nicht verhandeln dürfen und über Preise schon gar nicht, kann das einigermaßen schwierig sein. Auch ist es teilweise erstaunlich, wenn man sich das im Voraus überlegt, was man eigentlich beschafft oder was dann eigentlich am Schluss wie viel kostet. Ich habe die Erfahrung gemacht, oftmals besorgt man, möchte man eine Software beschaffen und dann denkt man, ja, ich möchte dann noch Weiterentwicklung haben. Und jedes Jahr beschaffe ich dann noch 1000 Stunden von Entwicklungsleistungen. Und das vielleicht über 10 Jahre, weil ich weiß ja noch nicht genau, was dann in 10 Jahren passiert. Wenn man das dann mal simuliert, was das eigentlich kostet, merkt man plötzlich, ja, die Software, die ist ganz günstig im Vergleich zu diesen ganzen Entwicklungsleistungen, die ich noch zusätzlich beschaffen möchte, vielleicht auch als Option. Und wenn man dann das bewertet und voll bewertet auch, merke ich plötzlich, ui, eigentlich, ja, was ich jetzt brauche und sicher bin, nämlich die Software, das verschwindet fast im Vergleich zu diesen ganzen Kosten, die ich bewerte, weil ich noch diese ganzen Optionen oder eben diese Weiterentwicklungen bewerten muss dann. Also hier mein Appell, simulieren Sie auch die Angebote, simulieren Sie Preise, wie sie eingehen werden. Legen Sie dann auch die Preiskurve entsprechend, dass Sie die Steilheit so wählen, dass Sie wirklich auch Unterschiede bewerten können und nicht, dass die Kurve auf einmal bei Null ist und dann bei Null bleibt und eigentlich sind sehr viele Angebote in diesem Bereich und Sie haben gar keine Unterschiede. Als nächstes habe ich die Geschäftsmodelle Ihrer Anbieter hier aufgeführt. Und
Ich glaube, einerseits ist wichtig, was suchen Sie überhaupt? Und andererseits ist das dann auch wiederum getrieben. Ja, was bieten Ihre Anbieter an? Was können Sie überhaupt wie beschaffen? Und ich habe so ein Dreieck gezeichnet. Ich denke, traditionellerweise bewegten wir uns eher oben bei Systemprodukt oder links, dass sich Ressourcen, dass sich Personal im Auftragsverhältnis oder vielleicht auch im Personalverleih beschafft habe. Ich glaube aber, dass eher eine Verlagerung in diesen nach rechts unten stattfindet, wo man Prozesse komplett auslagert, wo man Services beschafft. Wir haben Cloud-Thema gehört. Noch vor 10 Jahren oder vielleicht vor 15 Jahren hätte man für eine Backup-Lösung begonnen zu definieren, wie viele Harddisks brauche ich, wie schnell müssen die sein, wie groß und so weiter, was für eine Stromversorgung. Da muss ich mir vorher überlegen, ja, muss ich das überhaupt oder ist es nicht ein Service, den ich mir irgendwo auslagere und meine Anforderungen sind dann völlig andere. Ich spreche dann über Verfügbarkeiten oder über, wie ist der Support oder wie ist das skalierbar. Es sind auf einmal völlig andere Anforderungen, wo ich mir das rechtzeitig überlegen muss. Da wären wir auch wieder beim Design. Wenn ich mir einfach mal beginne, gehe ich möglicherweise völlig in eine falsche Richtung. Oder ein anderes Beispiel. Wir haben hier eine Person, die in einem Callcenter arbeitet. Vielleicht möchte ich einen Support, muss ich aufbauen. Da kann ich mir überlegen, ja, ich kann Personen beschaffen. Ein Auftragsverhältnis kann ich mehrere Personen suchen. Dann definiere ich, was diese Personen können müssen, welche Erfahrung sie haben, welche Sprache sie sprechen. Ich kann mir aber auch sagen, ja, ich möchte einfach den Service beziehen, ich gebe das extern und dann bin ich unten rechts und dann vielleicht sind die Anforderungen andere. Ich muss mir dann überlegen, ja, welche Wartezeiten möchte ich garantiert haben, welche minimalen Wartezeiten, dass jemand in der Schlaufe ist, wenn er anruft oder wie schnell muss seine Reaktion erfolgen. Und das hat dann auch Auswirkungen auf die Vergütung. Wir sind unten rechts eher im Abo-Modell wahrscheinlich, wo wir oben eher beim Kauf sind, vielleicht Werkverträgen. Und das ist das Zweite. Ja, es kommt dann darauf an, welche Verträge legen Sie Ihrer Ausschreibung bei. Als Nächstes, glaube ich, ist es extrem wichtig, dass Sie wissen, wer sind die potenziellen Anbieter. Wer wird ein Angebot einreichen? Und vor allem auch, wie viele Angebote werden überhaupt eingehen? Mir hat jemand erzählt von einer Ausschreibung, ich weiß nicht mehr, wo es war, wo es 146 Angebote gab. Ich selber hatte schon Ausschreibungen, wo ich gar kein Angebot hatte, weil offenbar die Kriterien zu schwer war und niemand sie erfüllen konnte oder wollte. Es ist beides nicht so lustig. Und wenn man das frühzeitig gewusst hätte, hätte man wahrscheinlich darauf reagieren können und wir hätten die Kriterien besser legen können, sodass man eben nicht 146 Angebote hat, wo alle einfach meine Minimalanforderungen erfüllen. Oder eben der andere Fall, wo die Messlatte offenbar so hoch war, dass niemand sie erfüllen konnte. Und ich glaube, dazu ist es extrem wichtig, dass man weiß, was die Anbieter können, dass man weiß, was man verlangen darf. Beispielsweise Erfahrung, wie viele Referenzen sind sinnvollerweise abzufragen? Oder wie viele Jahre Erfahrung von einem Projektleiter soll ich verlangen, dass ich überhaupt eine Unterscheidung habe, aber trotzdem noch auch am Schluss Angebote erhalte, die diese erfüllen können. Losbildung ist hier auch drauf und Subunternehmer. Auch da muss ich wissen, gibt es überhaupt Anbieter, die alle meine Anforderungen erfüllen, die ich stelle? Oder können nur mehrere Firmen zusammen diese Anforderungen erfüllen? Wir haben im Moment eine Ausschreibung, wo wir begleiten, wo es geht um Technologien, OSS, wo man Firmen möchte, die sehr innovativ sind, die sehr gute Ideen haben und man hat gemerkt, ja, das sind vor allem so junge Nerds, sage ich jetzt mal, die entweder in Startups arbeiten oder die vielleicht sogar noch irgendwo an der Uni sind und als Einzelunternehmen unterwegs sind. Und man hat gemerkt, ja, eigentlich möchte man diese Unternehmen. Und dann
die sind sicher sehr gut geeignet für die Entwicklung dieser Applikation, die man möchte. Man möchte aber diese Applikation auch betreiben nachher. Und da hat man gemerkt, ja, das sind vielleicht nicht die gleichen Firmen, die diese dann auch betreiben überhaupt können. Und vor allem für den Betrieb ist wichtig, man möchte eine Firma, die stabil ist, die konstant ist, die es auch in 5 Jahren noch gibt, die eine gewisse Größe hat. Und man hat sich dann entschieden, dass man Lose macht, wo man halt diese Arbeiten auseinandernimmt, weil man glaubt, so wirklich zwei gute Firmen gewinnen zu können. Vielleicht Subunternehmer wäre auch eine Variante gewesen. Man hat da etwas bezweifelt, dass diese Nerds wirklich groß Lust haben, als Subunternehmer mit so einem großen Unternehmen ein Angebot einzureichen. Werbung für Ausschreibung habe ich drauf. Wenn ich weiß, dass es vielleicht wenig Angebote gibt oder nicht so gute, muss ich mir überlegen, wie kann ich das erhöhen. Ich kann vielleicht in einem Forum nach der Publikation der Ausschreibung Werbung machen oder auf einer Homepage oder in einem Fachverband oder in einem Newsletter kann ich sagen, hey, da gibt es eine Ausschreibung, bewirbt euch drauf. Ja, die Verhinderung der diskriminierenden Kriterien, ich glaube, das geht auch wieder auf die Strenge der Anforderungen. Wenn ich die zu streng lege, ist es oftmals auch dann, dass ich mich irgendwo schnell mal im Bereich der Diskriminierung bewege. Ich muss meine Bewerber kennen, ich muss aber auch Produkte kennen, wenn ich ein Produkt beschaffen will. Insbesondere, damit Sie wissen, wie detailliert müssen Sie Ihre Anforderungen beschreiben. Wenn ich ein Textverarbeitungsprogramm beschaffe, wie beispielsweise Office, kommt niemand von Ihnen auf die Idee zu definieren, wie man jetzt ganz genau etwas fett machen kann. Sie gehen einfach davon aus, ja, jedes dieser Produkte kann das. Mir kommt es aber oftmals so vor, dass wir genau solche Funktionen, die eigentlich komplett Standard sind, beginnen zu definieren und zu spezifizieren und im Detail zu beschreiben. Beispielsweise, wenn ich ein Dokumentenmanagementsystem beschaffe, die können alle irgendwie versionieren. Wenn Sie jetzt da beginnen, das im Detail vorzugeben, riskieren Sie höchstens, dass am Schluss nur genau eines es genauso macht, wie Sie es beschrieben haben. Außerdem betreiben Sie viel Aufwand, der sich vielleicht nicht für Sie rentiert am Ende. Auch hemmen Sie somit vermutlich Innovation. Ich habe eine Ausschreibung vor mehreren Jahren gemacht. Es ging darum, Zeiterfassungsterminals zu beschaffen. Wir haben vorgegeben, dass diese eine Stützbatterie drin haben. Und wir haben dann Angebote erhalten und die hatten keine Stützbatterie, aber die haben gesagt, ja, wir beziehen den Strom über das Netzwerkkabel und den Datenverlust ist auch sichergestellt, dass der nicht passiert, wenn das Netz nicht mehr funktioniert. Und da musste man sagen, ja, dann braucht man wirklich keine Stützbatterie, das macht keinen Sinn mehr. Unsere Idee dahinter war eben, Verlust von Daten beispielsweise zu verhindern. Und da musste man dann auch sagen, wir haben etwas ausgeschrieben, das einfach schon veraltet war und somit eigentlich Innovation gehemmt. Die Kostentreiber, den ich hier aufgeführt habe, ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Wenn ich ein Standardprodukt habe und ich beginne dann daran, noch viele Dinge vorzugeben, dann muss das plötzlich vergewaltigt werden und ich kriege halt vielleicht sehr teure Angebote. Wir haben eine Ausschreibung gemacht, wo man einen Laptops beschafft hat und man hat vorgegeben, dass diese 4 USB-Anschlüsse haben. Ich weiß nicht, wenn Sie einen vor sich haben, die haben halt in der Regel, heute ist mehr oder weniger Standard, dass die 3 haben. Jetzt kann man schon 4 vorgeben, aber man riskiert, dass irgendwelche Exotenmodelle dann angeboten werden, die vielleicht nicht ganz das sind oder auch teurer sind, was Sie möchten. Das ist der letzte Bereich, Unterscheidungsmerkmale, ist vor allem wichtig aus meiner Sicht für die Zuschlagskriterien. Ich empfehle immer, wenige Zuschlagskriterien zu definieren. Ich sage meistens zu Beginn einer Ausschreibung, wir sollten versuchen, unter 10 Zuschlagskriterien zu bleiben. Und dafür wirklich diese Kriterien zu verwenden, wo wir echte Unterschiede vermuten, sei es zwischen den Anbietern oder sei es zwischen den Produkten.
Das bedeutet aber, dass ich wissen muss, wo unterscheiden denn sich jetzt beispielsweise diese Dokumentenmanagementsysteme oder wo unterscheiden sich diese Firmen, die alle Projektleiter haben? Was ist dann wirklich der Unterschied? Und Trivialkriterien ist in meinem Verständnis sind Kriterien, die werden einfach von jedem Anbieter erfüllt. Und jetzt kann man sagen, ja, das macht ja nichts, wenn ich solche als Zuschlagskriterien definiere. Ich finde aber doch, auch das ist nicht ganz optimal, weil Sie sehen es hier dargestellt, wenn ich beispielsweise 700 Punkte über Zuschlagskriterien vergeben möchte und davon sind 400 Punkte, die erhält jeder Anbieter, weil er einfach, ja, die sind so einfach, das sind irgendwelche Bestätigungen oder Erfahrungen, die sowieso jeder nachweisen kann. Dann habe ich plötzlich nur noch 300 Punkte rechts blau markiert, wo sich diese Angebote unterscheiden und der Preis gewinnt dann an relativer Wichtigkeit. Und das ist vielleicht nicht unbedingt ganz gewünscht. Und das Gegenteil wären ja, keine Überraschungen. Ich glaube, wenn man es gibt nichts Ärgerliches, als wenn man Angebote erhält, vielleicht zu einem Produkt, man bewertet das und sagt, ah, das ist toll. Genau diese Funktion, die ist super, die finde ich toll, das haben die anderen nicht. Und wenn sie dann kein Zuschlagskriterium haben, wo sie das auch entsprechend bewerten können, ist das ärgerlich. Auch da bringt es, je mehr das sie wissen, desto eher können sie so etwas verhindern. Das ist meine letzte Folie. Das war mein kurzer Werbespot. Ich hoffe, ich konnte Sie ein bisschen motivieren, sich dem Markt auszusetzen, einige dieser Instrumente zu nutzen, die wir gesehen haben. Und ich hoffe, ich konnte Ihnen auch aufzeigen, dass sich das lohnt, sodass Sie am Ende in der Lage sein werden, bessere Ausschreibungen zu machen. Und ich habe das am Anfang schon angetönt. Wir werden im nächsten Teil jetzt von Frau Pfister und Frau Bucher mehr dazu erfahren und auch mehr zum Instrument RFI, das eines dieser Möglichkeiten darstellt, um sich diese Informationen zu beschaffen. Besten Dank.